Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. Mein Name ist Thomas Klein und in dieser Lektion soll es um das Thema gehen, hochpreisige Dienstleistungen verkaufen als IT-Dienstleister, Softwareentwickler. Ja. Und warum ich mache dieses Video? Weil es eine unfassbare Nachfrage ist in allen Social-Media-Kanälen und so weiter, dieses Thema Hochpreisigkeit. Ist mir auch völlig klar, warum. Weil natürlich wir die Inflation haben, ja, weil, und zwar schon sehr merklich, ja, kann man nicht verneinen, ja, aber auch letztendlich, weil letztendlich alles steht und fällt bei dir mehr oder weniger, insbesondere wenn du skalieren möchtest mit der Marge, ja, ist auch klar. Und deswegen ist Thema Hochpreisigkeit doch ein sehr relevantes Thema, welches aber auch teilweise, muss ich sagen, ein bisschen zu versimpliziert wird, ja. Also du kannst nicht einfach, es gibt ja so, sagen wir mal, ja, den einen oder anderen Coach da draußen, der sagt, hey, nimm einfach deine ganze Bestandskundenliste, ja, sag mal, du hast 100 Bestandskunden, und dann sagst du jetzt einfach, so, ich erhöhe jetzt die Preise um 100%. Und dann fallen da vielleicht die Hälfte raus, die dann nicht mehr mit mir arbeiten wollen, aber es ist okay, weil dann habe ich ja die gute Hälfte, mit der arbeite ich dann weiter. Ja, und solche, total versimpliziert, ja, also in der Praxis, wird das so im Regelfall nicht funktionieren und insbesondere in der IT-Welt und so weiter ist es alles ja auch, da gibt es also schon ganz, ganz viele, sagen wir mal, Marktmechanismen, die auch gut sind, dass sie da vorhanden sind, ja, sonst würde ja völliges Chaos entstehen. Stell dir mal vor, nur jetzt rein hypothetisch gesprochen, ja, jeder Selbstständige, ja, und diese Coaches, von denen ich gerade erzählt habe, also die coachen ja sozusagen alles an Selbstständigen. Die haben sich ja nicht mal irgendwie auf eine Branche spezialisiert, die coachen alles. Und wenn diese, stell dir mal vor, alles an Selbstständigen da draußen, alles an Firmen würden jetzt von heute auf morgen ihre Preise verdoppeln. Ja, alle Freelancer und. Ja, das wird ja völliges Chaos auslösen, weil, ja, ein sehr hoher Prozentsatz von deren Kunden kann sich das einfach nicht leisten. Ja, dann müssen die letztendlich, gehen die irgendwie pleite, weil sie sich die Dienstleistung nicht mehr leisten können. Ja, und also kurz gesagt, das befeuert ja noch die Inflation, über gerade die wir uns hier sozusagen entgegenwirken wollen, indem wir bessere Preise verlangen. Also letztendlich muss man das Ganze schon ein bisschen ja, professioneller angehen, als mir einfach nur zu sagen, hey, ich erhöhe meine Preise und bumm, ja, und das Problem ist gelöst. So einfach ist es nicht, aber so wird es halt häufig dargestellt leider. Ja, so ein bisschen, ja, würde ich sagen, ja, manchmal sind die Dinge nicht ganz so einfach und wie man es halt einfach gerne hätte. Aber hier mal in diesem Video so ein paar Punkte, die vielleicht dazu helfen können, dass du letztendlich nicht unbedingt als Billiganbieter wahrgenommen wirst. Okay? Und also das Thema hier ist Hochpreisigkeit. Ich hoffe, dass das überhaupt ein deutsches Wort ist. Hochpreisigkeit, ja, das ist schon ein deutsches Wort. Also, letztendlich geht es hier darum, dass du, das, was bis zum gewissen Punkt sehr, sehr wichtig ist, auch für die Kaltakquise oder Reziprozität erzeugen. Ja, jetzt habe ich schon rausgehauen, das Wort. Das erste ist Reziprozität. Erzeugen, ja. Das hat mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass du letztendlich, ja, ich kenne das von den, zum Beispiel ich war 7 Jahre in England oder auch in Spanien und da ist es ja genauso, ne? Da gehst du raus mit deinen Kollegen, let's go to the pub, ja, also die gehen quasi jedes Jahr, jeden Tag ins Pub, also jeder zweite Engländer hat gefühlt eine Alkoholvergiftung, ja. Okay, andere Story. Und dann ist immer so, ey, I pay around. Also, falls du jetzt Englisch, mein Englisch nicht verstehst, ich zahle eine Runde. Und dann kommt der Nächste, der zahlt eine Runde. Und am Ende hast du schon 7 Dinger gebechert, ja. Du musstest ja, weil deine Kollegen, deine Vorgesetzten und so weiter dich eingeladen haben. Und dann bist du da an der Reihe, du bist der Achte. Das sind acht Jungs zusammen. Und jetzt musst du die alle einladen, ne? Sozusagen, weil du bist ja schon 8-mal eingeladen worden. Also, wenn du jetzt nicht die einen letzten hast, ein echtes Problem, ja. Und das ist genau das Prinzip der Reziprozität, das wie ich sozusagen hier im Marketing uns auch zu machen wollen, aber auch da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn du zu viel rausgibst, wird er nichts mehr kaufen. Dann sagt er sich, hey,
Ja, jetzt hast du mir eh schon alles rausgehauen, ja, was soll ich jetzt noch Geld ausgeben? Das ist die Realität. Wenn du natürlich zu wenig ausgibst, ja, dann hast du eben noch nicht diesen Expertenstatus, ja, wo ich eh schon ein Video dazu gedreht habe, ja, wie wirst du zum Spezialisten und wie wichtig das ist, ja, bei dem Video Positionierung einfach nochmal schauen. Genau, also Reziprozität, aber eben mit Maß. Ja? Und wenn du dazu noch konkret Fragen hast oder Tipps brauchst und so weiter, einfach bei mir melden, ja, Strategie-Session, wenn du noch nicht mein Kunde bist, oder eben dann unseren Showfixes nochmal nachfragen. Das nächste ist, ja, das habe ich ja jetzt schon, Expertenstatus ist auch hier das Allerwichtigste, ja, und wie machst du es, indem du halt hochwertigen Content rausbringst. Das heißt, diese Punkte, die ich jetzt hier aufzählen werde, die gehen alle so, ne? Wie so ein Zahnrad ineinander über. Ja? Also das Ganze funktioniert am allerbesten, wenn du die alle auf einmal irgendwie auch anwendest. Ja? Und dann kann man hier natürlich sagen, Social Media, also ich kann dir eins versprechen, wenn du zum Beispiel jetzt halt komplett von Null anfängst, kannst du machen und habe ich auch gemacht, schon mit meinen Kunden auch, aber bei ich damals ja auch, da hatte ich noch nicht wirklich viel. Ne? Ich habe mir, als ich angestellt war, mal eine Zeit lang ganz am Anfang, oder Freelance, habe ich mir so heimlich eine Webseite aufgebaut oder irgendwie sowas, ja. Weil man nie genau weiß, ob man das haben darf. Ja, so, wenn man irgendwo angestellt ist und so, ja, ist man in dieser klaustrophobischen Welt. Genau, also Social Media ist ganz so wichtig, weil du kannst jetzt nicht erwarten, dass du Social Media Posts machst, wenn du quasi noch ganz am Anfang stehst und da irgendwie sofort irgendwie Kunden gewinnst und sowas, ja. Aber in Kombination, ja, wir sind ja wieder bei diesen Zahnrädern, ja, die ineinander übergreifen, ja, in Kombination. Das heißt, du gehst auch, machst Direct Sales, Kaltakquise, willst Kunden, deine ersten Kunden gewinnen, auch gerne mit mir zusammen in meinem Training, ja, dass ich dir zeige, wie das geht, und gibst irgendwie Material raus, ja, Reziprozität erzeugst. Gleichzeitig das gleiche Material oder eine abgespeckte Variante von dem Material gibst du auf Social Media raus, ja. Das wiederum erhöht deinen Expertenstatus. Warum? Weil wenn du das Erste, was jemand macht, der dich noch nie gehört hat, der noch nie von dir gehört hat, der dich nicht kennt, du rufst ihn an, bietest ihm was an, ist, er googelt dich. Glaub mir, das ist erst, was passiert. Google. Google ist gleich YouTube, ja, und YouTube ist mehr oder weniger gleich TikTok und Facebook. Warum? Also, wenn jetzt dich jemand googelt und du bist auf TikTok, Facebook, Instagram und, dann erscheinen dort deine Profile ja auch. Verstehst du? Das heißt, Google ist sozusagen der zentrale Hub von allem, was du im Internet machen könntest, theoretisch. Ja? YouTube crawlt alles. Ja? Das heißt, Social Media, LinkedIn, Reddit, ist für uns in Deutschland nicht wichtig. Bei uns in Deutschland mittlerweile LinkedIn, Xing immer weniger, so gut wie gar nicht mehr. Was man noch, Facebook so, ja, TikTok würde ich auf jeden Fall einen Kanal machen, weil das ja wieder ein zusätzlicher Hit sein kann und so weiter. Also gut, dann Sichtbarkeit, das greift, wie gesagt, alles ineinander über, Sichtbarkeit. Also das passt da nicht hin. Ich kürze es mal ab. Zielgruppenspezifische Sichtbarkeit. Ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Sichtbar zu sein ist das eine, ja. Aber wenn du jetzt quasi hier irgendwo auf Pinterest oder irgendwas sichtbar wirst, ja, wo ganz viele Häkelfrauen sind und so weiter, was weiß ich, was sie da alles machen und so. Ja, ich kenne mich mit Pinterest nicht aus. Ja. Kannst versuchen, aber dort ist vielleicht nicht deine Zielgruppe. Das heißt, zielgruppenspezifische Sichtbarkeit, im Regelfall, ich würde so ein bisschen
überall präsent sein, dass ich zumindest, wenn mich immer über Google sucht, dann dort auch auftauche, ja, und zwar mehrfach. Also quasi die erste Seite mehr oder weniger ohne die organische, ganz, ganz wichtig, würde ich zumindest behaupten. Aber letztendlich dann mich auf diese Plattform konzentrieren, wo meine Zielgruppen letztendlich auch zu Hause sind, und zwar die, die ich haben will, ja, und zwar die Kaufkräftigen, und das ist halt im Regelfall in meiner Welt halt LinkedIn, und aber halt auch andere, ja, also du musst jetzt mal genau ins Detail gehen, was machst du genau, für wen und so weiter, und da gibt es nochmal ein paar Feinheiten, ja. Also, das heißt, du hast irgendwie 5, 6, 7 Plattformen, die irgendwie relevant sind, da bist du überall natürlich, ja, auch Google My Business und so weiter, alles, was es gibt, ja, eventuell so, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen Werbung schon schalten, einfach nur so, dass du halt da bist, ja, wenn man deinen Namen sucht, also quasi dein Brand, ja, dass du einfach die komplette erste Seite uns bei Google und dann so 1, 2 von diesen Plattformen raussuchen, wo du dich so ein bisschen drauf fokussierst, da wo du eben in der Zusammenarbeit mit mir gerne auch herausfindest, wo deine Kunden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zugegen sein werden. Kann ich gleich vorweg sagen, das Ganze wird nicht unbedingt einfacher, weil es einfach zu viele Coachings da draußen gibt und einfach komplett alle irgendwo ja, sich jetzt auf diese Social-Media-Kanäle die ganze Zeit stürzen. Ich sage ja auch nur, in Kombination ja, mit Kaltakquise, Telefonakquise, Reziprozität erzeugen und, und. Ja, also wieder dieses Prinzip der Zahnräder, die alle ineinander greifen. Ja? Das heißt, nur das eine oder nur das andere ja, ist nur so eine Insellösung, deswegen rate ich auch mal davon ab, irgendwie so einen Coach zu buchen und viel Geld zu geben, der irgendwie sagt, mach genau das und nur das nur auf LinkedIn oder so. Ja? Oder mach genau das nur das auf Facebook oder so. Oder mach genau das nur das auf TikTok oder so. Ja? Okay, was, wenn ich jetzt, wenn jetzt hier 10 super geile Kunden gibt und gerade die 10 ja, sind jetzt zufälligerweise nicht auf TikTok oder sowas, ja? Okay, ich meine, kann ich vorher nie wirklich immer so genau richtig wissen. Das heißt, Präsenz überall, Omnipräsenz, dann fokussieren und schauen, was am besten funktioniert. Das ist immer die geilste Variante. Ja, das war's eigentlich für dieses Video. So, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar Insights geben zu dem Thema und wie du quasi Expertenstatus aufbaust, sodass Leute dich als Experte wahrnehmen, als Spezialist. Und das ist die Grundvoraussetzung, ja, um hochpreisig da reinzugehen. Und dann musst du dann natürlich auch im zweiten Ding auch abliefern. Ganz, ganz wichtig, du musst Beweise liefern, ja, Testimonials, Referenzen etc. etc. Und vor allen Dingen auch dein Delivery. Ja, dein Delivery muss dann letztendlich auch wirklich sitzen, ja, weil das ja letztendlich die Referenzen und die Testimonials und so weiter erzeugt. Ja, das ist quasi dann so eine Art Flying Wheel, was dann entsteht, ja, so ein Snowball, der immer schneller, immer größer wird. Und alles startet letztendlich mit diesen Punkten hier. Und dann kannst du auch deine Preise ein bisschen immer wieder mal erhöhen und so weiter. Das passt dann auch. Und weil du zumindest auch im Regelfall dann immer wieder neue Kunden gewinnst. Und bei neuen Kunden kannst du ganz viel leichter auch wieder Preise erhöhen, als bei den Bestandskunden, die dann vielleicht nicht ganz verstehen, warum es das Gleiche nochmal mehr kostet. Zum Thema Preise erhöhen nochmal ein extra Video. Schau das gerne auch nochmal an. Ja, bei Bestandskunden Preise erhöhen. Erhöhe nie, würde ich dir nicht wirklich nicht raten. Bei langjährigen Bestandskunden, die wirklich deine treue Kunden sind und so weiter, einfach mal so die Preise, ja, ohne irgendwas zusätzlich noch anzubieten. Das heißt, bau dir hier einfach nochmal, überleg dir, was kann ich noch zusätzlich an Mehrwert bieten? Ja, was wirklich jetzt mein Kunde noch zusätzlich braucht. Und dann biete ich das eben noch zusätzlich an. Ja, das heißt, zusätzlicher Mehrwert, zusätzlicher Preis, also mehr Preis, mehr Wert. Okay, passt. Aber gleicher Wert, höherer Preis. Ja, selbst wenn die Inflation noch so hoch ist, der Kunde versteht es nicht. Und dann hast du vielleicht eine langjährige gute Zusammenarbeit irgendwie negativ beeinflusst und das ist dann halt einfach die Realität sieht halt einfach so aus. Ja? Also immer ein bisschen vorsichtig sein mit Preisen erhöhen. Einfach, wenn du da unsicher bist, mich einfach kontaktieren. Ja, auch bei deinen Bestandskunden gibt es Mittel und Wege, wie du es machen kannst, wo du wo dann auch wieder beide ein gutes Gefühl haben. Und alles ist super, aber nicht einfach so plump Preise erhöhen und ja, und dann einfach die nicht mitspielen, die Kunden, das sind dann einfach die falschen Kunden. Also da
holst du dir ganz schnell eine blutige Nase. Ne? Das ist mein Versprechen an dich. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Bye bye, happy hunting, Daumen hoch und Kommentar da lassen, wenn du eine Frage hast oder einfach teilen mit Leuten, wo du denkst, dass das Video auch weiterhelfen könnte. Ciao, ciao!